Wir haben einen neuen Trailer zu Godzilla Kong bekommen und bevor du jetzt ausflippst und dir denkst, hä, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, es handelt sich hierbei lediglich um einen asiatischen Trailer aus Japan, der im Endeffekt nichts anderes macht, als den Trailer, den wir bereits kennen, neu zusammenzuschneiden, ein bisschen anders zu gestalten und dann aber zum Schluss einen komplett neuen Clip mit einzuführen. Und über diesen Clip müssen wir jetzt mal reden. Viel Spaß mit dem Video. Ja, wie gesagt, an sich ist der Trailer relativ unspektakulär, er zeigt uns nicht allzu viel Neues, bis dann eben zum Schluss etwas gezeigt wird, wo ihr mir dann auch geschrieben habt, hier Tobi, kannst du mal darauf eingehen? Das werden wir jetzt hier in dem Video machen. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was das bedeuten könnte, wann das Ganze spielen könnte und wie wir diese Szene hier in den Trailer mit einarbeiten können. Und ich glaube, ich habe da auch ein Ergebnis gefunden, wie das relativ gut zusammenpassen würde. Und zwar rede ich hier von der Szene zum Ende des Trailers, wo wir eben sehen, wie Godzilla in seiner Ursprungsform, die wir eben auch alle kennen und lieben, in Rom auftaucht. Und das sieht schon ziemlich cool aus. Ein paar von euch haben gesagt, das sieht ein bisschen aus wie Photoshop, finde ich halt einfach mal gar nicht. Das sieht super stark aus, bin ich der Meinung, erinnert mich sehr stark an diesen Wüsten-Sand-Godzilla eben auch aus Monarch Legacy of Monsters. Mir gefällt das irgendwie, wenn Godzilla diese Sandfarben hat und aus diesen Godzilla- und Sandgegenden, das passt irgendwie ganz cool, bin ich der Meinung. Und wie gesagt, wir sehen jetzt hier Godzilla in der Ursprungsform. Aus dem Trailer Godzilla Kong wissen wir ja, dass das nicht so bleiben wird, denn die berühmt-berüchtigte Godzilla-Evolve-Form mit dem pinken Vogue Godzilla, wie ihr alle immer so schön meckert, die wird ja kommen. Allerdings erst irgendwann während des Films. Das heißt, es macht Sinn, dass wir Godzilla eben noch einmal in der Ursprungsform sehen. Deswegen gehe ich davon aus, dass diese Szene hier relativ zu Beginn des Films stattfinden wird. Quasi als Einführungskampf, dass wir eben hier sehen, wie Godzilla noch einmal auftaucht, weil er möglicherweise irgendeine Kreatur besiegen oder eben zurück in die Hollow Earth schicken muss. Denn möglicherweise flüchten immer mehr Kaijus aus der Hollow Earth an die Oberfläche und Godzilla, auch das wissen wir aus Monarch Legacy of Monsters, möchte einfach nur, dass das Gleichgewicht erhalten bleibt, quasi dass Menschen an der Oberfläche bleiben und Kaijus eben unterhalb der Oberfläche, entweder im Axis Mundi oder eben in der Hollow Earth. Das heißt ja, durch einen Scar King könnte irgendwie eine Art von Massenflucht passiert sein in der Hollow Earth und deswegen tauchen hier und da wieder andere Kaiju auf. Wann diese Szene jetzt hier wirklich spielt? Naja, ich schätze einfach mal, wie gesagt, am Anfang. Im Trailer sehen wir auch schon einen Teil, der in Rom spielt. Das ist diese Stelle hier, wo wir sehen, dass irgendetwas Stacheliges auf den Boden runterknallt. Und da habe ich auch schon gelesen, ja, das könnte die Peitsche oder auch so ein Stab von Scar King sein. Denn es gibt wohl auch irgend so ein Spielzeug, wo Scar King noch so einen Stab in der Hand hat. Und ich dachte mir zuallererst, okay, das würde Sinn machen, dass Scar King vielleicht doch einfach an der Oberfläche die Kaiju erstmal besiegt und Godzilla besiegt und dann irgendwie auch Kong platt macht. Und jetzt wissen wir auf jeden Fall, um was für ein Monster es sich dabei handelt. Und kleiner Spoiler, es ist nicht Scar King, es handelt sich um dieses Tier hier. Und zwar ist das so ein Spinnen-Kaiju. Ich habe hier den Namen mal eingeblendet. Den Namen jetzt wieder ganz vergessen. Und der soll wohl mit Godzilla aneinander geraten. Und das ist eben die Szene hier, die in Rom passiert. Und wie gesagt, das ist für mich so die perfekte Anfangssequenz, dass wir irgendwie sehen, wie in Rom Menschen essen gehen und sich unterhalten, einfach einen schönen Tag haben. Und dann auf einmal eben dieser Spinnen-Kaiju auftaucht und irgendwie vor lauter Panik alles in Schutt und Asche legt. Und dann muss eben Godzilla auftauchen und muss das Ganze eben, naja, irgendwie glatt bügeln. Warum ich davon ausgehe, dass das Tier irgendwie aus der Hollow Earth geflüchtet ist, einfach deswegen, weil man dann so einen schönen Bogen schlagen könnte, dass ich dann eben auch die Menschen anfangen mal zu fragen, wo jetzt das Tier hergekommen ist. Und dann wäre eben die Antwort aus der Hollow Earth. Und dann ist die Frage, was denn da unten los? Und dann finden sie raus, dass Scar King da unten irgendwas macht. Das wäre jetzt nur eine Theorie von mir. Aber auf jeden Fall ist das eben jetzt offiziell bestätigt. Ja, Godzilla kämpft hier gegen diesen Spinnen-Kaiju und ich schätze mal, das wird jetzt nicht allzu eine große Rolle für den gesamten Film spielen und uns eben einfach so in die Action einführen und ich muss sagen, da habe ich wirklich Bock drauf. Wie steht ihr dazu? Freut ihr euch, dass jetzt hier der alte Godzilla nochmal zu sehen ist oder sagt ihr, nö, eigentlich war ich jetzt schon so vorbereitet auf die neue Form? Schreibt es mir in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.